Hallo, heute sitze ich hier mal in der Garage, denn ich habe meinen Charger hier bekommen, meine Wallbox von Ellie von VW. Und hier jetzt mal der Check, wo denn die vielleicht installiert werden kann. Und ich probiere das mal aus, beziehungsweise überlege mir das erstmal. Ich muss ja aufpassen, dass ich überhaupt noch einstecken kann nachher. 900 Euro Zuschuss, den lässt man sich natürlich nicht entgehen. Und ich habe gedacht, ich nehme mal alles original von VW. Deshalb hier die teuerste Wallbox hier von VW mal genommen, von Ellie. Und jetzt probiere ich das mal aus, beziehungsweise zeige euch erst einmal, was hier alles so drin ist. Das hier ist vor allem für den Elektriker, damit der weiß, wie man das Ding aufbauen muss und wie man das zusammenstecken muss. Das ist für uns jetzt hier ein bisschen unwichtig. Für uns ist nachher interessant, eigentlich hier das Benutzermanual, mehrere Sprachen, deshalb sieht nur so dick aus, ist doch wesentlich dünner. Ja, nochmal die Installation, aber dann auch irgendwo die Bedienung und alles, was man mit der App machen kann, was man noch so einstellen kann. Jo, das soll ich mir dann vielleicht doch mal angucken, nicht wie bei meinen Autos immer, wo ich einfach bloß so fahre und ihr dann immer sagt, ich sollte doch mal das Manual lesen. Wir schauen aber hier mal in diesen Karton. Es ist übrigens nicht der Originalkarton, es ist einer von den Kartons. Ich habe das mal alles in einen gemacht, das war eigentlich auf drei Riesenkartons verteilt. Ich habe irgendwo noch ein Foto. Hier ist mein 7,50 Meter Kabel, das werden wir gleich brauchen zum Ausprobieren. Weil das kann man ja durchaus schon mal gucken, bevor man es installiert, ob die Kabellänge überhaupt reicht. Okay, das muss dann hinterher angeschlossen werden und das da ins Auto. Okay. Jetzt noch ein bisschen Kleinteile und ich habe noch was Wichtiges hier in einem Umschlag. Ich habe ja die teuerste Version und die hat dann auch noch eine WeCharge-Ladekarte dabei zum Authentifizieren. Super. Montagezubehör. Die Platte muss an die Wand und verschiedenstes Material, Käbelchen, sauber verteilt hier. Na gut, das muss der Elektriker dann wissen. Ich nehme das mal raus und da sind die beiden Teile der Wallbox. Einmal nämlich die Abdeckung hier, VW-Logo jetzt bei mir. Es gibt natürlich mit verschiedenen Abdeckungen, das ist ganz klar, deshalb ist das auch getrennt. Und darunter dann die eigentliche Wallbox. Wenn man gut guckt, sieht man noch so ein paar Icons hier und da auch den RFID-Laser. Viel mehr hat es hier, glaube ich, nicht an Anzeige. Na, da hinten ist dann die entsprechende Platine und Montagematerial. Das Herzstück der Anlage. Mit sämtlichen Möglichkeiten. Man sieht hier auch schon, es soll eine SIM-Karte haben. Man kann aber auch noch Ethernet verbinden. Also ich würde wahrscheinlich auch noch ein Ethernet-Kabel legen. Und hier sieht man auch den Stromzähler, der dabei ist. Und ja, Standard hier mal so. Ich lasse es auch zu. Elektriker möchte das gerne mal zu haben. Aber ich stelle es zumindest mal raus. So sieht es aus, alles beisammen. Und klar, die Front kommt dann nachher hier vor montiert. Und sieht man mal, ist doch relativ kompakt das Ganze. Da ist das gute Stück jetzt. Ja, und wo soll es hin? Hier in meiner Garage. Ich hatte eigentlich gedacht, hier drüben direkt an den Eingang. Irgendwie so hier. Ja, also hier so oder ein bisschen daneben. Meine Frau meint immer möglichst nah an das Regal, wobei das Regal natürlich nicht festgeschraubt ist. Das hier kann auch eventuell weg. Ich habe auch das Gefühl, dass wir, wenn wir da durchbohren, hier unten irgendwo rauskommen. Und dann muss man das hier irgendwie hochlegen und dann da hinhängen. Ist dann am Eingang und auch gut zu erreichen. Die andere Alternative ist hier drüben. Ja, ich überlege nämlich, weil beim ID3 ja der Anschluss auf der anderen Seite ist, es vielleicht hier gar nicht so ungünstig wäre. Müsste man nur das Kabel hier oben irgendwie verlegen dann. Hinter meinem Rolltor, das ist nicht ganz so super. Ha, weiß noch nicht so richtig. Also die beiden Möglichkeiten sehe ich jetzt hier so. Primär das auf der rechten Seite hier. Ginge aber auf der linken Seite. Muss ich, wie gesagt, mit meinem Elektriker durchsprechen, was günstiger ist zum Verlegen. Da oben habe ich dummerweise Holzbalken. Da müsste man das ein bisschen anders noch verlegen. Hier vorne wird es vermutlich direkt hier drunter aus dem Heizungsraum rauskommen. Ich hoffe, der kann da ein Loch durchbohren. Ja, ich habe das irgendwie beim Hausbau gar nicht berücksichtigt, hier drin nochmal ordentliche Kabel zu verlegen. Ethernet oder sowas habe ich im ganzen Haus, aber hier in der Garage nicht. Hm. Stromanschluss habe ich natürlich, der ist hier vorne. Habe ich aber schon gecheckt, das ist eine Trivialleitung. Mit der kann man nicht viel anlegen, anfangen.
Also da muss ich doch noch mal neu verlegen. Und dann ist das auch nur hier drüben, da hinten, an so eine Trivialsteckdose noch gemacht. Mit der kann man auch nichts anfangen. Also das muss schon neu gemacht werden alles. Ja, ihr seht da draußen den Abstehen, den Verbrenner ab. Der passt auch gut in die Garage. Der ID3 wird primär nicht in der Garage stehen, sondern da draußen. Und deshalb Kabelcheck. Also, primäre Anschluss der Wallbox hier. Wie komme ich da raus? Können wir an dem Auto natürlich simulieren. Ah, jetzt ist hier dummerweise hier ein Laufweg. Und hier wäre die Seite, wo man hier einstecken müsste. Kabel würde also da so lang laufen. Probieren wir gleich mal aus. Also hier mal das Kabel nehmen und ausprobieren. Okay, 7,50 Meter habe ich jetzt hier. Das sollte eigentlich für die meisten Anwendungen reichen. Guck mal, seltsamer Stecker hier. So, ist sogar so ein Spritzwasserschutz hier noch dran. Braucht man normalerweise nicht. Okay, mal mal, wie weit das hier geht. So. Und gucken wir uns mal der Rest hier hinten an. Ja, nicht super toll. Prinzipiell geht das, glaube ich. Ich werde das hier nochmal ordentlicher verlegen. Es muss ja eigentlich hier durchlaufen, durchs Rolltor. Und dann hier rein. Also, das würde reichen. Hab natürlich zweimal eine Kreuzung hier über Laufwege. Hier und hier. Das Kabel ist aber eigentlich so flach am Boden, dürfte eigentlich kein Problem werden. Ja, das ist so meine Hauptsorge eigentlich hier bei der Sache. Ansonsten, das ist auf jeden Fall die Position, wo das Auto im Sommer stehen wird, weil dann nämlich das andere Auto meistens auch vor der Garage steht. Andere Position ist da, wo jetzt der absteht, dass da der ID3 nachher stehen würde. Tun wir also mal so, als ob das ein E-Up wäre. Und der auch hier drüben auf der Beifahrerseite den Anschluss hätte, da wo nämlich jetzt der Tank ist. Also müsste das Ganze bis hierher gehen. Und das checken wir auch nochmal. Das wird ein bisschen knapp. Da muss ich schon ziemlich weit vorne stehen, dass das funktioniert. Das sollte ich nochmal richtig checken. Ja, habe jetzt natürlich ziemlich Luft. Ob das ausreicht, sonst müsste das Auto tatsächlich andersrum hier stehen. Dass es dann hier drüben der Anschluss ist. Dann passt es auf jeden Fall. Ihr seht, ziemlich schnell sind die 7,50 Meter zu Ende. Deshalb plädiere ich auch dafür, dass die Box hier eigentlich ziemlich am Eingang gleich ist. Damit man zumindest nach außen hin alle Möglichkeiten hat. Auto umgeparkt. Kabel eingesteckt. Witzigerweise rot übrigens. Und ja, 7,50 Meter. Wie viel sind 7,50 Meter? Schaut euch das an, das funktioniert noch, aber ja, es wird ein bisschen arg knapp hier. Ich muss ein bisschen weiter vorstehen vielleicht noch. Hier geht es wirklich um Zentimeter. Also so ist das nicht so super toll hier. Vorwärts vor die Garage stehen. Rückwärts hinparken, glaube ich. Also das wird hier ein bisschen arg knapp. Rückwärts hier eingesteckt ist nicht ideal, aber... Hier geht es auf jeden Fall, no problems. Da könnte die Wallbox sogar ein bisschen weiter rechts direkt neben dem Regal da angebaut werden. Das ginge noch. Andersrum habe ich allerdings hier keine Chance. Ah gut, so geht es natürlich schon. Kann noch ein bisschen mehr Grad stehen, ich sehe es ja. Ich hätte nur gern das Teil hier nicht so drüben auf der Seite. Ist immer so ein bisschen problematisch, hier rückwärts reinzufahren. Vorwärts ist natürlich schöner, auch zum Aussteigen. Geht aber. Von hier drüben wäre natürlich das in beide Richtungen kein Problem. Also das ist durchaus nochmal eine Überlegung wert, wenn man das irgendwie hinkriegt. Das hier ist vermutlich einfacher, weil das Kabel wohl hier unten rauskommen wird. Okay, soweit so gut. Heute mal hier meine Überlegungen. Jetzt nächste ist Kontakt aufnehmen. Man hat ja 9 Monate Zeit, das umzusetzen und dann die entsprechenden Rechnungen einzureichen. Ihr hört von mir. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön.